Ich bin jetzt langsam unterwegs, weil ich muss noch arbeiten. Also der Vlog beginnt jetzt. Wir haben 14.44 Uhr. Ich muss so um 15.15 Uhr da sein. Ich glaube, ich werde so um die eine Minute zu spät kommen, wenn ich mich nicht irre. Und ich fahre auch direkt los. Also allgemein ist es schwer zu fahren. Mit dem kleinen Board vor allem an so... Oh Gott. Ja, aber mit einem kleinen Hüpfer funktioniert alles ganz gut. Ich bin auf jeden Fall bisher langsam unterwegs, noch bei 2,3 km/h. Man fühlt schon komisch, man fährt durch die Straßen, hier kommen so Autos vorbei und du redest einfach in eine Kamera und die Leute denken sich, what the fuck, was macht der Typ? Aber ich glaube, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Momentan ist es immer noch so ein bisschen komisch. Aber wenn ich mir so überlege, die Leute laufen ja auch mit so DSLRs rum, also mit quasi mit so riesen Kameras in der Hand. Mit so einem Gorilla-Pod unten dran. Das muss noch komischer sein für eine Person als jetzt zum Beispiel bei mir. Hier bei Steve's Vlog, Part 2, also auf Emins Channel, nicht mehr auf Daniels Channel. Daniels Channel war mir zu langweilig, zu wenig Abonnenten und sowas und das brauche ich nicht. Aber Emin, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Und zwar, was sagst du zu dem Statement von Daniel wegen deiner Ernährung? Also ich sag mal Folgendes, ist ja nicht so, als würdet ihr jetzt nicht in dem Video Burger essen gewesen sein. Alter, der Burger. Oh mein Gott, dieser Burger, ne? Lass mal Pizza essen gehen, wir können das heute. Nein, du musst diesen Burger essen. Ich habe noch nie sowas Leckeres gegessen. Ja, Leute, sonst sowas geht ab? Hallo! Und zwar hatten wir gerade eben in der Bahn einen Vorfall, dass der Bahnfahrer einfach durch die Durchsage zweimal Hals Maul gesagt hat. Und ich dachte mir so, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Eigentlich dachte das gar nicht. Ich glaube, irgendjemand hat den provoziert oder so. Ja. Und dann sagt man, die Kölner wären scheiße. Mhm. Wo ist das passiert? In Brück? Mhm. Oder in Refa? Ist das kein Kölner Fahrer? Hm, weiß ich nicht. Doch. So, ihr habt schon gemerkt, wir haben gar nicht so, wir haben heute noch gar nicht so viel gefilmt. Und wir sind wieder am Essen. Ich schwöre, wir sind immer am Essen. Wir ich habe heute noch gar nichts gegessen. Nur ein Brot und das war's. Was ist das? Eine Kamera. Was ist das so? Du bist jetzt mit im Vlog. Okay, da haben wir am Sonntag einen Auftritt, wir beide und der Bruder, Tama. Tamesh. Tamesh. Und ich heiße nicht Elif Melif, sondern Elif. Elif Melif ist auf jeden Fall auch am Hallo Start. Hallo Martin. Wir müssen heute ein bisschen trainieren, ein paar Choreos machen. Wir sehen uns jetzt gleich im Trainingsraum wieder. Spider-Woman. Man. Spider-Hop. Ah ja, okay. Hast jetzt verkackt. Das jetzt drin. Thank you.
So, mittlerweile haben wir so ein bisschen was trainiert. Ja. Ja, wir haben eigentlich die ganze Zeit trainiert, aber wir haben gerade erst angefangen, Kurve zu machen mit Tama und der Ele. Steve, was ist los? Das sieht voll süß aus, wenn wir hier zusammen. Emin geht mir ständig fremd mit Männern. Ja, aber der Emin liebt mich auch mehr als dich. Oh. Dieser Popo. Was? Wie jeder liegt, Alter. So, wir machen jetzt weiter. Ich weiß, wir haben heute nicht viel gewidert, aber... Sag noch was zu den... Was? Hi. Mein Spaß, Warst du kacken? Ja! Edis, warst du kacken? Abonnieren, kommentieren, liken, Instagram, in der Bio. Alle Kontakte in der Beschreibung. Checkt alles ab. Check LB ist nicht ab. Hört auf damit! Ne, Miguel Pablo ist schon so ein... Und so... Schwach. Ja, jetzt hat er es aber selber. Komm, ich bin größer als... Alles okay, neuer Leben. Alles okay, neuer Leben. Ja, genau, ist so. So, wir kommen langsam zum Ende des Vlogs. Es war eigentlich eher kein Vlog, sondern eher so eher mehr B-Boy. Hoi. Dings hier, Bums. Und wir sagen auf jeden Fall, wir verabschieden uns, Tamer. Und Elif und ich, Elif und Tamer eigentlich, ich sag aber Tama und Elif, ja, und der Emin. Ich wünsche euch alles Gute, abonniert Elbase. Ja. Mongo64 ist nicht da. Ich wünsche euch auch alles Gute und abonniert Mongo64. Alles klar, peace out. War das überhaupt 64? Oder abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und ihr wisst Bescheid. Wenn ihr nicht abonniert und kommentiert, dann kriegt ihr auf jeden Fall definitiv keine Kicks und keine Donuts. Immer schön euer Bein verdrehen, ja? Richtig.